Seit knapp 2 Wochen hat das Donaubad Wonnemar in Neu-Ulm nun schon geöffnet. Die Diskussion um die angeblich zu hohen Eintrittspreise, die will nicht so richtig abreißen. Wir hören uns heute einfach mal hier vorm Wonnemar um, wie die Gäste es denn finden nach 2 Wochen. Hallo, Entschuldigung, Sie haben sich von der Diskussion um die Eintrittspreise aber auch nicht abschrecken lassen, herzukommen, oder? Nein, ich will selber mal überprüfen, wie teuer es ist. Also wenn ich jetzt alleine gehen müsste, wie gesagt, würde ich nicht gehen, aber dank meiner Tochter, selbst wenn es 20 Euro kosten würde, würde ich hingehen. Also unter diesem Namen bin ich zum zweiten Mal da, ja. Früher bin ich öfters gern gekommen, da waren die Preise angenehm, das hat alles Spaß gemacht, aber jetzt... Noch gerötete Augen hier aus dem Donaubad, wie hat es Ihnen denn gefallen? Ja, gut, super, ja. Haben Sie das vielleicht mitbekommen, die Diskussion um die zu hohen Preise? Was sagen Sie dazu? Sind die Preise angemessen? Nee, die sind zu hoch. Für das Angebot sind die zu hoch. Sehr billig, ja. Ja, ich habe ja eigentlich nur 6,50. Ne? Also ich war nur schwimmen? Ja. Da kann man dann schon jede Woche kommen. Grundsätzlich schön. War schon schön, oder Jungs? Ja. Aber? Am Anfang kamen wir rein und dann fielen erstmal 10 Minuten die Rutschen aus, alle 3 Rutschen. Ja, das war nicht so toll. Klar, es gibt Bäder, die teurer sind, es gibt Bäder, die billiger sind. Was mich ein bisschen gestört hat, ist noch die Sauberkeit. Also am Rand herum, auch hier ums Bad herum, war es nicht so toll. Wie hat es Ihnen gefallen heute? Gut, war alles in Ordnung. Ich bin schon zum dritten Mal da. Trotz der hohen Eintrittspreise? Ich habe die Clubkarte. Der Mann hat die Clubkarte, der hat es richtig gemacht und spart Geld.